willkommen, liebe Zuschauer, zum Blumentipp auf Center TV. Auch heute natürlich, wie immer, mit Peter Zenz. Hallo, Peter. Hallo. Und mit einem Thema, das Ihr Wohnzimmer zu Hause, besonders jetzt zur Winterzeit, ordentlich aufpimpen wird. Es geht, wie Sie sehen können, heute um die Azalee, eine der beliebtesten Zimmerpflanzen überhaupt, kann man sagen. Warum ist die Azalee denn überhaupt so beliebt, Peter? Also, ich meine, man sieht es selbst, sie sieht super aus, aber... Ja. Also, gerade hat die Azalee im Winter die Saison, weil man besonders natürlich die Wohnung schmücken möchte. Also, ja, von Ende Oktober bis Ende März ist so die Zeit, wo die Azaleen blühen. Und das eben nicht nur so für zwei Wochen, sondern Azaleen blühen bei einer guten Pflege richtig, richtig lange, sind preiswert und relativ unempfindlich. Von daher eben mit Deutschlands beliebteste Zimmerpflanze. Da spricht also einiges dafür. Die Azalee kommt dem Rhododendron relativ nah. Aber wo ist da doch der Unterschied zwischen diesen beiden? Ja, Rhododendron ist ja eine klassische Gartenpflanze und die sind verwandt, sind in einer Familie. Und hier haben wir jetzt Zimmerazaleen mitgebracht. Mhm. Die sind eben frostempfindlich. Das heißt, man kann die im Sommer nach der Blüte auch gerne rauspflanzen, dann nachher zum Übersommern, nicht zum Überwintern, sondern zum Übersommern. Aber wenn die ersten Nachtfröste kommen, hören die zurück in den Bereich über 0 Grad. Die Azaleen kommen nämlich aus China und da ist es natürlich nie frostig und deshalb sind so die Temperaturen, die die mögen, am liebsten so zwischen 15 und 20 Grad und deshalb eher in der Wohnung als dann draußen. Es gibt auch wieder Azaleenarten, die für den Garten speziell gepflanzt werden können. Die haben aber nicht so ein reiches Blühvolumen wie diese Zimmerazaleen. Man sieht das ja hier bei uns. Also die sind ja voller Blütenansätze. Und das ist halt so eine Sorte, die dann eben nur im Wohnzimmer gedeiht. Jetzt bleiben wir doch direkt bei dem, was du uns heute mitgebracht hast. Das sieht ja echt irre aus. Also da gibt es wirklich ganz tolle Deko-Ideen. Ja, was kann man da alles mitmachen? Erzähl mal. Eben eine Menge mehr, ja, als nur einen Übertopf stecken. Ja, also ich habe ja gesagt, beliebte Pflanze. Man sieht sie oft einfach im Übertopf. Aber da kann man sich eben sehr schön kreativ selber ausleben und sehr schöne Sachen machen. Ich habe hier zum Beispiel mal so ein Arrangement mit einer Glasvase mitgebracht. Finde ich ganz, ganz toll, wo die Azalee in der Glasvase in der Luft schwebt und dann ist der Topf quasi mit Moos umwickelt und die Pflanze selber ist dann nochmal geschmückt mit Ästen und mit einer kleinen Pflanze, die an der Seite ist. Also eine ganz schicke Sache. Oder eben auch, wenn man weiter schaut, hier in so ein Geäst statt einem Übertopf, wo dann auch wieder eine kleine Azalee an einem Stock nochmal hochgebunden, so ein bisschen in der Luft schwebt. Das ist natürlich auch für eine ganz moderne Wohnung, ganz moderner Schick. Oder jetzt gerade im Frühjahr ganz viel mit Naturmaterialien zusammen. Da kann man so ein paar Zwiebelblüher, Narzissen zum Beispiel oder Muscari auch noch mit einarbeiten, so ein Gesamtarrangement. Die Zwiebeln werden dann einfach mit einem Sprüher angesprüht, dann blühen die Zwiebeln sogar nachher. Super. Sieht also ganz modern aus, ganz schick aus und ist eine ganz langhaltende Blütenpracht dann eben auch für eine moderne Wohnung. Also auch hier wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wo ist denn jetzt aber in der Wohnung dann der beste Platz? Stelle ich die direkt auf die Fensterbank, direkt zur Sonne oder doch ein Fensterbank bisschen... ist schon mal super. Ist schon mal gut. Also sie mögen einen hellen Standort, brauchen viel Licht in der Wohnung, aber nicht die grelle Sonne, nicht direkt hinter die Scheibe, da sie sonst eben verbrennen würden. Und gerade weil wir sie ja im Winter in der Wohnung haben, nicht direkt über die Heizung. Weil Azaleen brauchen sehr, sehr viel Wasser, um die ganzen Blätterpracht, die ganze Blütenpracht eben auch ordentlich zu versorgen. Und wenn die direkt über der Heizung steht, dann ist da 30 Grad und das Wasser kriegt die Pflanze gar nicht so schnell hochtransportiert dann, wie die Blüten und die Blätter das dann verdunsten. Und dann merkt man dann sehr schnell, dann werden die Blüten schlaff, dann werden die Blätter braun und die Pflanze ist dann nicht mehr schön. Deshalb einen hellen Standort, aber nicht direkt über die Heizung. Kommen wir direkt zur Pflege. Wie sieht das aus mit Gießen? Du hast gesagt, sie braucht schon relativ viel Wasser. Ist sie sonst anspruchslos? Also ist es auch eine Anfängerpflanze, die man nicht verhunzen kann? Ja, es ist wirklich eine Anfängerpflanze, aber sie muss wirklich immer feucht sein. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn die Azalee austrocknet. Ich habe es gerade ja schon gesagt, dann werden die Blätter braun, fallen ab, die Blüten veröden. Wenn das mal passiert, passiert ja schon mal dann wirklich das Ausknipsen, die verdochten Blätter und verdochten Blüter wegknipsen, dann wachsen neue nach. Da kann man die Pflanze dann auch noch mal retten, wenn es mal passiert ist. Aber ansonsten immer dafür sorgen, dass sie durchweg feucht bleibt, aber keine Staunässe hat. Das kann man auch sehr gut damit machen, wenn man die Pflanze so einmal in der Woche zum Beispiel in einen feuchten Eimer mit Wasser eintaucht, bis keine Luft mehr aufsteigt aus den ganzen Wurzelballen. Dann ist sie einmal richtig durchgetränkt. Man lässt es dann kurz abtropfen, stellt sie dann wieder in den Topf. Dann ist der Wurzelballen gleichmäßig gut versorgt mit Wasser und das hält dann wieder ganz gut. Und dann die anderen Tage immer so ein bisschen beigießen. Gut ist auch, wenn man Steine drunter hat,
unter dem Topf, dass eben da ein Wasser drin steht in den Steinen, aber die Wurzelenden nicht direkt im Wasser sind. Dann hat die Azalee insgesamt durch die Luft ein feuchtes Klima, ist aber eben vor der Staunässe geschützt, die die Wurzeln faulen ließ. Ist es richtig, dass die Azalee am liebsten Regenwasser mag? Also wenn sie es sich jetzt ausruhen könnte, ja, dann sollte man am besten draußen einen Eimer aufstellen und dann ab und zu was rein. Genau, eine Regentonne draußen vor die Wohnung und dann damit gießen, das ist das Allerbeste. Denn das Leitungswasser ist ja oft kalkhaltig und das mögen die Azaleen, wie viele, viele andere Pflanzen übrigens, die im Zimmer wachsen, eben gar nicht. Und deshalb ist Gießen mit Regenwasser nicht nur die günstigste, sondern auch die für die Pflanze am besten Variation. Wie sieht es aus mit Dünger? Muss ich da auch ab und zu mal ran oder ist das gar nicht nötig? Ja, man sieht die ganzen Blüten und die brauchen natürlich auch Power, damit die auch so den ganzen Winter dann durchblühen. Also während der Blühphase, so alle 4 Wochen, sollte man mal düngen. Am besten dann, ich habe es eben gesagt, wenn man die Pflanze mal so getaucht hat, dann ist der Wurzelballen gleichmäßig feucht. Dann kommt der Dünger auch gleichmäßig an alle Regionen der Pflanzen und verbrennt nicht an einer Stelle und kommt dann die andere nicht dran. Das wäre halt typischer Düngefehler, der auch oft passiert. Wenn die Pflanze dann aber im April, Mai dann ausgeblüht ist, sollte man in der Sommerruhe nicht mehr düngen, denn dann braucht die Pflanze nicht so viel Energie, um dann eben über den Sommer zu kommen. Dafür setzen wir sie dann einfach vielleicht draußen im Garten ins Beet, da ist sie dann noch ein grüner Schmuck. Sollte da nicht in der prallen Sonne stehen, da sie dann diese heißen Sommertemperaturen ansonsten wieder nicht vertragen würde, aber ansonsten unter einem Baum, relativ anspruchslos, eben ähnlich wie das Rhododendron, das Verwandte, übersteht sie den Sommer super. Sehr schön. Spricht irgendwas gegen die Azalee? Nein, eigentlich nicht. Das könnte unser Fazit sein. Wirklich eine super Pflanze, die gerade jetzt in der Winterzeit für viel Farbe in der Wohnung sorgt. Peter, ich sag schon danke an dich für diese Woche. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Die Zuschauer spätestens auch in einer Woche, aber sonst auch natürlich in den Sendungen, die jetzt folgen. Dabei ganz viel Spaß und machen Sie es gut. Tschüss.